Willkommen beim Tutorial für Crepe. Die Zutaten: Mehl, ein getrenntes Ei, Milch, etwas zerlassene Butter und Salz. Gib alle Zutaten außer dem Eiweiß in eine Rührschüssel, das heißt Mehl, Milch, Eigelb, die Butter und eine Prise Salz. Das vermengt ihr jetzt gut miteinander. Schlagt jetzt das Eiweiß steif. Gebt nun das Eiweiß zum Teig dazu und hebt es mit einem Schneebesen unter. Deckt den fertigen Teig mit einem sauberen Küchentuch ab und stellt ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank. Erhitzt eine Crepe-Pfanne mit etwas Öl ausgepinselt auf dem Herd. Holt euren Teig aus dem Kühlschrank und rührt noch einmal gut durch, damit auch wirklich keine Klümpchen drin sind. Gebt den Teig jetzt in die Pfanne und verteilt ihn gleichmäßig und schnell, damit er sich ausbreiten kann und eine dünne Schicht in der Pfanne gibt. Danach kommt die Crepe-Pfanne samt Crepe wieder auf den Herd. Von beiden Seiten schön goldbraun gebacken, ist ein perfekter Crepe fertig. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Befüllen.